So, willkommen zu einer letzten Ausgabe für heute. Es ist mein Ernst, doch, das muss sein. Nee. So, wir haben Leslie. Wir gehen jetzt einfach hier Exit und das war's dann, ne? Hoffe ich. Es ist aber, glaube ich, nicht so. Es geht noch weiter. Hoffentlich kommt dieser Bastard nicht zurück. Was, Um hallo, Weg? deines Willen, Leslie. Park. Exit. Ja, ruh dich aus. Ruh dich aus. Ja, das ist hoffentlich. Ne, der letzte Part für mich persönlich ja. Aber ob das Ende des Spiels ist, kann ich. Ist nicht, nein. Oh, Video. Kann Leslie nach Hause? Mit dem Zug ganz bis nach Hause? Nein, Leslie. Heute nicht. Du beschützt mich? Ja, das ist mein Job. Gut, gut, gut. Wenn ich nach Hause komme, werden sie sich wundern. Was ist denn das für eine gestörte Mist? Nicht deine Schuld. Es tut mir leid. Halt! Sie begehen einen schweren Fehler. Jetzt kommt der Alte. Ich verstehe nicht, was aus der Schwarze. Wir wissen genau, was aus ihm wird. Deshalb brauchen wir ihn. Sie verstehen nicht, was Ruvik eigentlich will. Ruvik ist Geschichte. Er will Leslie. So wie wir. Haben Sie mehr Angst vor ihm als vor uns? Verarschen Sie mich nicht. Ich habe einen Auftrag. Er darf den Jungen nicht bekommen. Leslie ist der Einzige, den er... Tu das nicht! Sebastian, Joseph, Kate... Rennt Leslie hinterher. Sebastian, Joseph wird angeschossen. Wir sind im Darkroom oder was? Oh Mann. Leslie gehört in die Klapse, fertig. Hier. Gehen wir erstmal speichern. So, Kontrollpunkt. Yes! Oh. Scheiße. Er ist zu weit gegangen. Ich muss ihn aufhalten. Vase. Ich probiere es auf die knallharte Tour erstmal. Nee, hier, du bist so eine alte... Das hat doch mal was Gutes geklappt. Das war doch mal gut. Beantworten Sie unsere Fragen. Was fürchten Sie?
Was hängt ihnen nach? Was brauchen sie so sehr, dass nur wir es ihnen geben können? Wollen sie zurück zu ihrem erbärmlichen Leben? Sind sie uns denn überhaupt nicht dankbar? Wir haben sie aufgenommen. Ihnen ein neues Leben gegeben. Es reicht! Warum verraten sie uns? Klappe halt und aus dem Weg! Yes! Oh. Und wieder Kontrollpunkt. Nee, ja. Kann man ja so nennen, es hätte gespeichert. Hä? Was war das eben? Ich erkenne ja gar nichts. Die Taschenlampe ist auch schwächer geworden. Patienten sterben, wenn man sie an die Maschine anschließt. Was wollen Sie damit sagen, Jimenez? Nach dem, was Sie mit ihm gemacht haben, kann ich nur Vermutungen anstellen. Aber es ist, als wäre Rubens Geist im Stem gefangen. Und er greift jeden an, der in das System will. Das ist inakzeptabel. Wir müssen das beheben. Das hier darf nicht alles umsonst gewesen sein. Ne, war es ja auch nicht. Ruvik. Er war die ganze Zeit im Stem. Nun, er wird mich nicht kriegen. Nee. Ich will... Oh, was ist das denn? Andererseits, wo... Ach, die Uni Ausdauer. Die Taschenlampe ist schwächer geworden. Hier. Es geht hoch. Depp, 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 depp. Aber warum Leslie? Was ist so besonders an ihm? Leslie war nicht immer so. Er wurde durch ein traumatisches Kindheitserlebnis katatonisch. Er sah, wie seine Familie ermordet wurde. Die Daten so. Legen nahe, dass Gehirnwellensynchronisation mit Ruben bei bestimmten Traumata korreliert. In diesem Fall Rubens Verlust seiner Familie. Das genügt nicht. Wir brauchen etwas anderes als Basis. Etwas, das für viele verschiedene Personen geeignet ist. Dunkle Gassen sollst du nicht gehen, herrschen Gefahren unterwegs. Wir haben keine Schnipsel mehr gefunden. Kommt die Musik aus dem Spiel oder? Was ist das? Das ist ein... etwas Rationales im Stem. Diese Person könnte Ruben neutralisieren. Ich meine... Ruvik, mit meiner Kenntnis des Systems könnte ich... Auf keinen Fall. Sie dürfen die Sache nicht noch weiter verkomplizieren. Wir bereiten jemanden von uns vor. Schicken Sie jemand Unerfahrenen. Wir wissen nicht mal, ob man zurück kann. Dann muss es jemand Entbehrliches sein. Entbehrlich?
So denkst du also über mich? Und ich hab dir vertraut. Hä? Warum kann ich hier rein? Warte mal. Irgendwann. Ach Scheiße, geht's weiter? Wie komme ich wieder weg hier? Wo bin ich denn jetzt? Ah! Sebastian war hier? Kommt sofort, will ich das Spiel nochmal durchspielen. Ist ja nicht so, nee, aber... Hier war diese... Hier war diese Falle. Genau, hier war diese Falle. Und bewegen sie... Ja gut, die reagieren auf den Bodenkontakt. Was war das? Schon, Kate. Da steht jemand. Alter. Sie können tun, was sie wollen. Sie halten mich nicht auf. Ich weiß, wer eine Tür.
Warum kann ich hier rein? War vielleicht richtig, wo ich es gar nicht gedacht hätte. Wer ist das? Hier drüben! Da waren wir auch schon. Nur war das da alles hell. Oh, bin ich ein Zocker heute hier. 10 Paten, wir haben 1 Uhr nachts. Sonntag. Nee, das ist aber wirklich der letzte Part. Das ist eh gleich vorbei. Weil ich will. Nee, falsch rum. Ah, ganz verwirrt. Ach, das war ja vorhin dann richtig. Aber vorsichtig, ich will hier noch ein bisschen... Wow. Komm schon, geht. Da gehst du doch mal rein, du... Wo der bloß ist. Ich habe ja noch einen. Bleibst du sitzen. Da hat sie mal eine Knarre. Mann, es dauert wieder zu lang.
Na gut. Oh. Ich hab diese Scheiße satt. Ah, verdammt! Wir sind beknackt, hä? Hab ich nichts weiter. Okay. Komm, lade erstmal dein Leben auf. Ich will noch ein bisschen weitermachen. Ich mache eine 30 Minuten Folge. Ich will mal gucken, ob ich hier was übersehen habe. Ich hätte eigentlich gedacht, dass er einfach den Kopf abhackt von dem. Oder den halt so umbringt. Aber jetzt nicht die Waffe irgendwie abnimmt. Dann den köpft oder ja doch ne und dann den abknallt. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ja, wo bin ich? Ach, ich bin da... Ach, scheiße. Das war ja rattenscharf. Oder so. Ich hoffe, dass hier niemand mehr ist. 5 Minuten. Kontrollpunkt, jetzt kann ich aufhören.
aber nicht. Warte mal, ich fahr. Wieder Kontrollpunkt. Oh Mann, ich könnte auf. Ja gut, dann sage ich Dankeschön fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.